Hallo, willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal von Nintendo. Das ist ein Gastupload von mir, Konrad, und ich mache meistens Minecraft-Videos. Heute zeige ich euch, wie man auf einer Virtual Wii Homebrew installiert. Habt ihr noch nicht auf eure Wii U Homebrew installiert, dann guckt euch davor das Tutorial, was in der Videobeschreibung verlinkt ist, an. Weil Nintendo keine Wii U hat, mache ich das heute für ihn. Als erstes braucht ihr eine gehomebrewte Wii U und das war's schon. Geht in die Beschreibung und ladet die ZIP herunter. Dann entpackt ihr die ZIP und zieht die Dateien in eure SD rein. Ihr könnt den Wupex-Ordner einzeln in den Wii U-Ordner packen, denn wenn ihr den alten ersetzt, sind alle Apps weg. Das war schon am Computer, jetzt geht's an der Konsole weiter. So Leute, seid ihr dann wieder an der Wii U, dann starten wir den Homebrew-Launcher. Also wie immer tun wir die SD-Karte in die Wii U, also ich habe das hier schon mal gezeigt, dann öffnen wir kurz den Homebrew-Launcher. So, es lädt. Und dann gehen wir hier unten auf Wupex. Gehen dann hier auf Load und loaden den. Dann drücken wir A. Jetzt genau. Jetzt sollten wir den Home-Button drücken und es geht raus. Dann nehmen wir uns unseren Wii-Controller oder Wii-Mode und öffnen dann die Virtual Wii. Dann gehen wir hier auf Wii-Menü und drücken dann hier auf Plus. Dann sollte sie jetzt starten. Jetzt startet die Virtual Wii und dann sehen wir uns gleich, wenn sie... Nee, brauchen wir denn nicht. So, seid ihr wieder da? Sollte eigentlich der Homebrew-Channel nicht da sein, aber ich habe den schon installiert. Wenn wir jetzt den Mii-Kanal starten würden, sollte sich der Homebrew-Launcher starten. Das kann jetzt ein bisschen dauern, bis das geladen ist. Es kann so zwischen 1 Minute bis 5 Minuten dauern, weil... Also bei der Installation dauert es immer länger als jetzt, weil ich habe den schon. So, dann drückt er einfach 1. Und bei mir wird das jetzt auch angezeigt. Dann geht er hier auf Continue und drückt dann hier einfach auf Install. Und yes, also bei euch kann das ein bisschen anders sein, weil ich habe ihn schon installiert, aber ich will euch natürlich auch zeigen, wie es geht. Und drückt dann einfach hier auf Exit und es geht raus. Und er geht raus. Und dann seid ihr hier drinne und ihr habt den Homebrew Channel. Und geht dann hier auf Homebrew Channel und könnt ihn dann laden. Es kann jetzt bei anderen Leuten dauern, denn ihr braucht eine stabile Internetverbindung, aber... Braucht ihr natürlich auch bei einem normalen Homebrew, also es kann dauern oder auch nicht. Also ich mache jetzt einen Cut, bis es fertig geladen ist und dann sehen wir uns gleich. Sind wir jetzt drin und können dann hier, also hier sind jetzt zum Beispiel die Spiele, die kann man jetzt zum Beispiel holen. Also irgendwie will gerade nicht meine Fernbedienung, ist auch nicht schlecht. Also... Doch, jetzt will sie, also zum Beispiel hier, dann gibt es hier die Emulatoren, also es ist eigentlich wie auf der Wii. Es muss die jetzt erstmal laden, weil es ist ja auch eine Liste und ja.
Also zum Beispiel hier ist ein, hier sind halt die Emulatoren, Demos. Und zum Beispiel hier sind solche Spiele. Also ich kenne die jetzt zum Beispiel nicht, aber die kann man, oder Media, hier Radio, VMC, also hier sieht man schon, hier kann man vieles machen, aber jetzt gehen wir erstmal hier raus. Gehen dann Return to Loader. Wir können auch die Wii rebooten, aber das machen wir jetzt nicht. Gehen dann hier einfach beenden zum Systemmenü. Können da mit rausgehen. Und dann seht ihr einfach hier und wir gehen dann erstmal ins Wii-Menü, denn es ist noch nicht ganz fertig. Weil wenn man jetzt den Wii-Channel öffnet, öffnet sich ja dieser Home-Installer. Und das ist nach einer Zeit blöd, denn wenn man zum Beispiel Mies erstellt hat oder so, dann kann man halt nicht mehr zugreifen. Dann gehen wir hier auf den Home-Launcher und starten nochmal Wupacks. So, seid ihr hier wieder drinne? Dann gehen wir auf Wupacks und loaden den. Drücken dann hier auf B, dass man den wieder öffnen kann. Und jetzt können wir wieder drücken. Das war bei anderen, konnte man das noch nicht, aber jetzt geht es, weil wenn dann noch. Zum Beispiel steht da Mii Channel Restored, das heißt mit dem Mii Channel. Und ich kann euch das mal zeigen. Ich starte den mal kurz und dann ist der normale Mii Channel wieder da. Seid jetzt hier drin. Jetzt geht er dann hier auf das Mii Channel. Könnt ihn starten. Und ihr werdet sehen, es öffnet sich nicht mehr der Hack Mii Installer. Ja. Hier sind meine hässlichen erstellten Miesies. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video eine Bewertung gibt. Bei Fragen wendet ihr euch einfach in den Kommentaren. Wenn ihr irgendwie Hilfe braucht auch. Und wenn ihr noch was anderes zur Wii sehen wollt oder zur Wii U, dann schreibt einfach in den Kommentaren, was ihr noch sehen wollt. Ich sag dann ciao Leute und ciao Kakao. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.